So letzte Woche wir haben gelernt, letzte Woche eine Geschichte von Rabbi Yosef Yitzchak Schneerson. Rabbi Yosef Yitzchak Schneerson. Rabbi Yosef Yitzchak Schneerson, haben wir gelernt eine Geschichte von ihm. Und diese Woche werden wir weiter eine Geschichte von ihm lesen. Text Nummer 1. So lass uns schauen auf den Text Nummer 1 auf Seite 41. Diese Geschichte hier, es geht um Modani. Als Juden, wir wissen, wir beginnen unseren Tag immer mit einem Gebet von Danke. Es gibt eine Tradition, dass diesen Gebet, diesen Dankegebet, die wir sagen, gleich wenn wir aufwachen, diese Dankegebet, wir sitzen hin auf dem Bett, wir neigen unseren Kopf ein bisschen, wir legen die Hand zusammen und wir sagen Modani. Der Geschichte erzählt Folgendes. Bitte, wirst du vielleicht lesen? Ah, das ist zu lesen. Ah, gibt es keine Bücher? Als er mir beigebracht hat, das Modani zu sagen, ließ man mich an, die Hände zu falten und den Kopf zu beugen und dann Modani zu sagen. Als ich etwas älter wurde, doch immer noch ein kleines Kind war, fragte ich meinen Vater, Rabbi Shalom Dovbeam, den fünften Bruder, warum falten wir unsere Hände und beugen den Kopf, wenn wir Modani sagen? Er antwortete mir, wir müssen das tun, was man uns sagt, ohne zu fragen, warum. Mein Vater rief Reb Yosef Mordechai, seinen 80-jährigen Helfer, und fragte ihn, wie sagst du morgens Modani? Er antwortete, ich falte meine Hände und beuge meinen Kopf. Mein Vater fragte weiter, warum tust du das auf diese Weise? Fragte Yosef Mordechai. Rabbi Yosef Mordechai antwortete, ich weiß nicht, als ich ein Kind war, wurde es mir so beigebracht. Schau, sagte mein Vater, er macht das, weil es ihm sein Vater so beigebracht hat. Und vor ihm war Moses und Abraham, der erste Jude. Wir müssen tun, ohne zu fragen, warum. Das ist die Verkörperung von echter Erziehung. Mein Vater sagte mir, wir müssen das tun, ohne dem Warum zu fragen. Das ist die Verkörperung der echten Erziehung. Das ist eine ziemlich starke Aussage. Ich möchte die folgende Frage stellen. Aber Frage 1. Welche sind die Vorteile dieser Erziehungsstil, ob es überhaupt gibt? Was sind die Vorteile, so einen Erziehungsstil zu haben? Diesen autoritativen Erziehungsstil zu haben? Keine weiteren Fragen. Keine weiteren Fragen. Okay. Klare Regeln. Okay. Und was sind die Nachteile diesen Erziehungsstil? Man muss als Beispiel. Nicht sagen, sondern nur als Vorbild. Okay, haben wir auch letzte Woche im großen Detail thematisiert. Vorbild ist ein Punkt, sagen ist ein zweites Punkt, aber du sagst, Hauptsache es muss ein Vorbild sein. Kannst du denken, ist Frage 3, auf eine Zeit, wenn du diese Frage gestellt hast an deinen Eltern? Als Kinder und als Älteren, wir hören häufig die Frage, warum? Warum kann ich nicht das und das haben? Warum muss ich schlafen gehen? Warum darf ich nicht gehen? Warum muss ich hier? Warum ist es so? Warum kann ich nicht in die ersten Reihe, die bei dir im Auto sitzen? Warum kann ich nicht diese iPhone bekommen und. Was ist der richtige Weg, diesen Fragen zu beantworten? Wie sollen wir umgehen mit dem Warum? Sollen wir alles sitzen und erklären? Sollen wir nicht? Sollen wir rationalisieren? Sollen wir manchmal? Wie sollen wir umgehen? Wie sollen wir machen? Es erscheint von den Wörtern der Rebbe Rashab, dass er hatte einen sehr autoritativen, starken Weg. Das war in die 19. Jahrhundert. Aber kann es sein, dass ein Mensch, der über 100 Bücher geschrieben hat, der ein großer Akademiker war, die genannt war der Maimonides von Chassidismus, war einfach ein strenger Papa? Gibt es etwas, was wir davon lernen können? Das ist, was wir wollen jetzt forschen. Wir sind aber nicht in die 1880, wir sind in 2016. Wir sind in einer anderen Zeit.
So, wir beginnen jetzt den zweiten Teil von der heutigen Nachdem, was wir erstmal die Einführung gegeben haben. Lass uns erstmal analysieren, was hat geändert an unserer Art, in unserer Zeit, Älteren sein als früher. Was sind die Änderungen, die wir haben und wie sollen wir damit umgehen? Als Älteren tatsächlich, wir sehen heute einige Dinge, die anders sind. In welcher Art und Weise sind wir anders, ist die Frage? In welcher Art und Weise? Ich möchte erstmal euch fragen, in welcher Art und Weise sind wir heute anders, als unsere Eltern oder unsere Großeltern waren? Was sind die Erziehungsstile, die anders ist heute, als was früher war? Es gibt mehr Nähe. Es gibt mehr Nähe. Okay. Das heißt, du hast das jetzt nicht unbedingt ausgesprochen, du meinst es jetzt als eine positive oder als ein negative, oder ist mir einfach gesagt? Die Frage war, was gibt es für einen Unterschied? Das war wertfrei. Okay, wir wollen erstmal nicht beurteilen. Ja, habe ich nicht. Wir wollen erstmal nicht beurteilen, wir wollen erstmal erzählen, was ist anders. Ja. Erstmal, in der heutigen Zeit, viele Eltern haben ein großes Problem mit dem Wort Nein. Eine Herausforderung. Die glauben nicht daran einfach. Man glaubt nicht daran, die Wort Nein häufig zu nutzen. Auch wenn man Nein sagen muss, man sagt Ja. Zum Beispiel, dein Sohn möchte rausgehen spielen und jetzt ist Zeit zum Abendessen. Sagst du nicht Nein, du sagst, nach dem Essen kannst du spielen. Man sagt häufig, manche Eltern ganz bewusst sagen nicht Nein. Wir sind in einer Ja-Generation. Wir sind auch nicht in einem Nein-Aber. Wir sind entweder Ja oder wir finden einen Weg. Wir haben ein bisschen mehr Schwierigkeiten zum Ausdruck zu bringen, eine klare Position, was auch immer. Ich will es erstmal nicht beurteilen, ich will es erstmal neutral betrachten. Aber es gibt sogar Bücher, die versuchen, uns immer exklusiv positiv zu äußern. Wir sind viel mehr bereit, nachzugeben zu unseren Kindern. Wir sind viel mehr, ob das ist ein Kind, wir rennen zu Hause oder hier in die Synagoge. Manchmal, wenn wir nicht sagen, nicht rennen, wenn wir sagen, bitte laufen. Wir werden nicht unbedingt ein klares Nein, wir werden lieber viel mehr nachgeben. So, der erste Punkt, dass unsere Generation anders ist, wir neigen dazu, die Forderung der Kinder nachzugeben. Im Kurzen, wir sagen nicht Nein. Und auch wenn wir Nein sagen müssen, wir machen das, es soll erscheinen, dass es ein Ja ist. Die zweite Punkt, wo wir heute anders sind, kommt in ein Café und die Frage wird gestellt, willst du ein doppelt Latte Macchiato mit Soja oder ohne Soja? Willst du ein Café so oder so? Willst du deine Zahnpasta gegen Plaque-Aufbau oder mit gutem Atem oder was auch immer, um zu kämpfen gegen Cavities und so weiter. Wir haben so viele Auswahl heute. Und wir spiegeln diesen Auswahl an unsere Kinder ab. Wir sind gewöhnt, zu einer maßgeschnittenen Welt zu haben. Früher war es nicht so. Aber heute, wir können ganz detailliert auswählen, nicht nur was wir haben, sondern wie wir es haben. Und jede Sache, wir haben so viele verschiedene Möglichkeiten zum Auswahl. Und unsere Kinder geben wir auch diese Möglichkeiten. Wir geben unseren Kindern viel mehr Möglichkeiten zum Auswahl, als wir hatten. Als Kind, wir hatten etwas erhalten, so war es. Ist gut, nicht gut. Weißt du, man sagt auf El Al, eine kommt auf El Al und sagt, nun, willst du haben die Abendessen jetzt? Sagt sie, nun, was sind die Auswahl? Sagt die Elal beim das, ja oder nein? Ja. Auswahl, das war so oder so. So, wir haben viel mehr Auswahl, die heute mehr vorhanden ist als früher. Das ist in Text 2, wie das beschrieben ist
in einen Buch von Lori Gottlieb. Sie hat einen wunderbar fantastischen Buch geschrieben. Sie ist am berühmten Psychologen freigestanden. Und sie hat gesagt, dass sie hatte eine Frau gekommen zu ihr und erzählte, dass sie unglücklich ist. Sie ist unglücklich. Sagt sie, wie war die Familiensituation? Alles wunderbar. Wie war die Sozialverhältnis? Alles wunderbar. Und sie konnte nicht verstehen. Die Frau war unglücklich, eigentlich sie hat alles. Dann nach einer kurzen Weile wieder. Nach einer kurzen Weile wieder. Wie sie jetzt festgestellt, dass heute, früher Menschen hatten psychologische Schwierigkeiten, wenn sie hatten einen Minus in einem bestimmten Bereich. In Liebe, in soziale Verhältnis, in ein stabiles Elternhaus. Heute sagt, es kann sein, es gibt ein neues Krankheit. Das Eltern geben alles. Die Kinder bekommen zu viel, dass sie nicht ausgebildet sind, nachher in der großen Welt Verantwortung zu übernehmen. Weil als Kind, statt die Kind zu erlauben, runterzufahren, man hat ihm sofort die Hand gelegt, vor dem, dass er runterfahren konnte. So die Kind hat nie gelernt, was bedeutet, runterfahren. Und später, wenn die Kind größer geworden ist, und er ist rausgegangen, ist runtergefahren, und hat das genommen als eine ganz große Katastrophe. Weil die Kinder manchmal beschützen, schreibt sie, unsere Kinder auf so eine Art und Weise, dass sie immer geschützt. Auf jeden Fall, die zweite Differenz, wir versuchen jetzt zu definieren, die Differenzen, die jetzt gekommen sind, die heute Erziehung still, im Gegensatz zu, wie es früher war, wie die Geschichte von der Friedrich Rapp mit Moderni. So, die zweite Erziehung still beschreibt das Glory Gott folgendes, in Text 2. Ich habe leider auch. Bin auch buchlos. Ich hätte nie zu meinem Sohn gesagt, hier ist dein Käsebrot. Ich hätte gesagt, willst du Käsebrot oder Fischstäbchen? An einem Samstag hätte ich gesagt, willst du in den Park oder an den Strand? Manchmal, wenn mein Kind im Vorschulalter einen Wutanfall hatte, weil wir einkaufen gehen mussten, erlaubte ich es ihm auszuwählen, anstatt mich auf ihn zu stürzen und ihn den Weg zu zwingen. Willst du zur Trader Joe's oder zu Ralph's? Und wenn wir im Laden waren, hieß es, willst du Vanille oder Pfirsichjoghurt? Als ich so alt war wie mein Sohn, bekam ich keine regelmäßige Wahlmöglichkeit, was das Menü anging und wurde nicht gefragt, was ich am Wochenende unternehmen möchte. Meine Freunde, die ich gefragt hatte, hatten diese Wahl auch nicht. Es gab Aufstand deswegen, aber nicht viel und wir waren zufrieden damit. Wir haben nicht erwartet, viel wählen zu dürfen. Also stört es uns auch nicht, dass wir es nicht konnten. So, das war die zweite Punkt. Die zweite Punkt ist, wir leben in einer Zeit, wo wir viel mehr Auswahl an unsere Kinder geben, als wir hatten. Und dann gibt es einen dritten Punkt, und zwar, dass wir alles erklären, unsere Kinder. Jede Frage bekommt eine rationale Erklärung. Wir wollen, unsere Kinder sollten gebildet, unabhängig, stabil, klare Wissen haben, versuchen wir unsere Kinder alles rational zu erklären. Ich beurteile nicht, ob es gut ist oder nicht. Ich sage einfach, es ist anders als in der Zeit, wenn wir Kinder waren oder sicherlich, wenn unsere Eltern Kinder waren. Wenn die Kinder wollen immer wissen, warum. Wir haben gesehen bei der Geschichte von der Friedrich Rebbe, sein Vater hat ihm gesagt, du willst wissen, warum man sagt, Moderni mit dem Kopf hinein. Warum sollen wir nicht? Wir sollen die Frage nicht stellen. Wir sagen natürlich, wenn du sagst dein Kind, du sollst das machen, weil ich schon gesagt habe, wird die Kind möglicherweise sagen, wer bist du? Bist du mein Chef? Wird die Kind sagen, kann passieren. Wer bist du? Are you my boss? Bist du mein Chef? Und dann werden wir häufig zurückgehalten. So, um zusammenzufassen, es gibt drei Dinge, die unterscheiden uns von der letzten Generation, von der Zeit davor, in der Bildung, in der Erziehung. Die erste ist, wir sind viel mehr bereit, nachzugeben. Die zweite ist, wir geben unseren Kindern viele Auswahlmöglichkeiten. Und der dritte ist, wir rechtfertigen und erklären unsere Entscheidungen. Unsere Kinder können sagen, warum ist es so und so? Wenn wir unser Kind eine Erklärung geben. Du kannst nicht ein iPhone haben, weil es ist gerade für dir nicht so gut, weil du nachts wach bleiben willst. Wir versuchen das alles so rational zu erklären und dadurch fühlen wir uns auch als sehr gute Eltern, dass wir so mit unseren Kindern
auf einer Ebene sind, dass wir alles erklären können, alles verstehen und so weiter. Die ganzen drei Dinge, was sind die gemeinsamen, durchgehenden Faden von diesen drei Dingen? Was stellt ihr vor? Ja. Ich habe eher das Gefühl, persönlich jetzt, dass es überwiegend, ich lebe jetzt seit fast 30 Jahren in Deutschland. In Deutschland gibt es überall, wo ich auch bei Freunden reingucke, sie wollen immer Konflikten aus dem Weg gehen. Auch einfache Diskussionen mit mir. Sie wollen einfach aus dem Weg gehen. Wenn es auch wirklich um die Weltpolitik geht, geschweige denn ihre Kinder, denn ich finde, der Knackpunkt liegt wirklich bei dieser Konflikten aus dem Weg gehen und gleichzeitig aber, was diese Konflikten aus dem Weg gehen bedeutet im Kern, ist keine Verantwortung übernehmen. Mhm. Und das ist das, was mich zutiefst erschrocken hat. Mhm. Ja. Ein ganz wichtiger Punkt, vielen Dank. Weil das kann sein, das kann auch sein, dass es wirklich möglicherweise bei der Erziehung ist, dass in allgemein die älteren Autorität ist vermindert. Wir wollen nicht die Konflikte haben, wir wollen nicht sozusagen die Verantwortung übernehmen und es ist manchmal leichter und nochmal, wir beurteilen nicht, ob das ist gut oder nicht, und erstmal die Fakten sagen, was hat geändert? Was hat geändert? Es ist keine Frage, dass das ist ein Nebeneffekt für die gesamte Situation in der Welt, wo die gesamte Organigramm der Welt hat sich einfach geändert. Lassen Sie sehen, wie Text 3, ein Artikel, die vor kurzem, vor einigen Jahren erschienen ist, was erklärt, wie wir sollten umgehen mit dieser Disziplin bei Kindern. Insbesondere in dieser Generation, was wird genannt heute als die Millennial-Generation, so nämlich Kinder, die geboren sind kurz oder um der Zeit der Millennium, der neue Millennium oder Millennium-Wechsel. Text Nummer 3. Haben Sie jemals hiervon etwas bei Ihren Kindern ausprobiert? Warte, bis dein Vater nach Hause kommt. Zwing mich nicht dazu, zu dir reinzukommen. Oder das berühmte, du machst es, weil ich es dir so sage. Wie hat es geklappt? Wenn Sie einer von den Millionen Eltern sind, dessen Kinder nicht gerade zur Aufmerksamkeit neigen, fassen Sie Mut. Während diese Worte Ihre eigene Kindheit versalzen haben mögen und funktioniert haben, gibt es einige sehr reale Gründe, wieso sie heutzutage bei ihren Kindern nicht mehr warten. Unabhängig davon, wie viele Adern auf ihre Stirn pulsieren, wenn sie diese aufsagen. Tatsache ist, während der eingeforderte Gehorsam bei ihnen und ihren Geschwistern funktioniert haben mag, so würde dies heutzutage bei ihren eigenen Kindern nur dazu führen, dass diese sich von ihnen entfernen. Dafür, dass sich ihre Kinder weigern, auf sie zu hören, wenn sie ihre Befehle geben dürfen, sie sich bei ein paar sehr positiven sozialen Veränderungen bedanken. Sie brauchen sich nur umzusehen und sie werden sehen, dass Kooperation und nicht die Dominanz die neue Norm ist. Diese neue Ordnung ist der Grund dafür, dass wir mehr Widerstand, Machtkämpfer und Ablehnung sehen, als wir jemals zuvor in einer Generation gehabt haben. Sie können die Schuld dafür allen geben, von C-SPAN bis Social Media. Doch die Kinder spüren intuitiv, dass sich alles in der Welt um sie herum diskutieren lässt. Das bringt sie dazu, dass sie auf ihr krönendes, du tust es, weil ich es dir sage, antworten, du bist nicht mein Gott. So, diese Generation von heute hat einfach eine andere Einstellung, wo wir unsere Kinder möglicherweise, weil ich das gesagt habe, wird eine sofortige Antwort bekommen. Du bist nicht mein Boss. So, lass uns das jetzt beurteilen, diesen Fakten, und dann werden wir kommen zu dem Kern der Punkt und sehen, wie die Tora das versteht. Erstmal, diese, wie jeder sagt, diese neue Generation hat Vorteile und Nachteile. Diesen neuen Weg. Wir setzen uns mehr auf Kooperation und weniger auf Dominanz. So ist das. Bei uns ist wichtiger, was unsere Kinder fühlen, als die Regeln, die sie halten müssen. Früher war es mehr die Regeln, jetzt sind es mehr die Gefühle. Hat es
Vorteile und Nachteile. Was sind mögliche Vorteile von diesem neuen Weg, von diesen Generationen, von unserem Weg, wie wir mit unseren Kindern umgehen? Was sind die Vorteile? Lass uns einfach nennen aus dem Kopf. Eine war vorher erwähnt von Sascha, es bringt eine Nähe zu den Kindern. Was sind andere mögliche Vorteile? Vertrauen. Vertrauen schafft zwischen Eltern und Kindern. Ja? Es gibt keinen Herrschung zu Hause. Es gibt keinen, wir sind weit gekommen, wo Eltern waren vorher sozusagen als derjenige, die gesagt hat, die Befehle. Es gibt einen engeren Verbund. Was sonst gibt es als Möglichkeiten? Die Kinder können sich mehr vertraut sein und ihre Sachen erzählen. Die Kinder können mehr ihre Sachen erzählen. Wir haben mehr eine Bindung von Liebe. Wir sind eine Generation der Liebe, Generation der Nähe. Und wir haben auch gelernt, dass wir sind viel mehr an unsere Kinder Gefühle gebunden, als die Kinder zu erzählen, was unbedingt richtig ist. Denn es gibt einen Konflikt zwischen was wir fühlen und was richtig ist. Häufig werden wir die Gefühle gewinnen. Und das sind bestimmt klare Vorteile. Gleichzeitig, wir können nicht einfach die Augen zumachen und sagen, dass es nicht mit Nachteilen gebunden ist. Es hat auch ein Flipside, es hat auch eine andere Seite. Die andere Seite ist, wenn wir immer auf die Gefühle gehen, könnte es führen zu einer bestimmten Ich-Generation, wo die Zentrum der Kind immer ist der Ich, weil es geht immer um Gefühle. Es kann sogar zu einem bestimmten Narzissmus bringen, wenn ein Kind wächst auf, dass er weiß, dass er immer ausführend wird, was klar keinen klaren Regeln, die konsequent durchgeführt sind. Das sind die harten Fakten. Harte Fakten sind, lass uns lesen und verstehen, ist die Nachlassen Elternautorität. Und das wird jetzt die nächste halbe Stunde von uns beschäftigen. Was ist Autorität? Wie weit soll Autorität gehen im Judentum? Wie weit soll es nicht gehen? Was ist eine gute Autorität und was ist eine schlechte Autorität? Aber erstmal kommen wir jetzt zu dem Kern von heute. Ist das Nachlassen Elternautorität der heutigen Zeit eine positive oder eine negative Entwicklung? So, wir haben eben erwähnt einige positive Seiten. Die Nähe, die Vertrauen und so weiter. Lass uns sehen, was die harten Fakten sagen über die Flipside, die möglichen negativen Seiten von einem Nachlassen der Autorität in Text 4a. Ja, wer möchte lesen? Bist du dein Buch in Indien? Hier kommen die harten Fakten. Das Problem mit der narzisstischen Persönlichkeitsstörung taucht bei den Menschen in ihren 20ern dreimal so oft auf als in der Generation, die jetzt 65 oder älter ist, laut National Institutes of Health. 2009 waren 58% aller Studenten auf einer narzisstischen Skala höher eingestuft worden als in 1982. Die Millennium-Generation bekam beim Heranwachsen so viele Trophäen für die Teilnahme an etwas, dass 40% von ihnen glauben, sie müssen alle 2 Jahre eine Beförderung bekommen, unabhängig davon, wie sie sich machen. Sie sind besessen vom Ruhm. Dreimal so viele Schülerinnen im Mittelschulalter möchten eher persönliche Assistentin von einer berühmten Person werden, als eine Senatorin, so eine Umfrage von 2007. 4-mal so viele würden den Job einer Assistentin eher wählen als den eines CEO in einem großen Unternehmen. Zu der Millennium-Generation gehören, abhängig davon, wie man fragt, Menschen, die zwischen 1980 und 2000 geboren sind. In den USA entstammte die Millennium-Generation der Generation des Babybooms, die auch bekannt sind als Ich-Generation, welche dann die Ich-Generation produziert hat. Lass uns das zusammenfassen. Nummer 1 haben wir jetzt gesagt, 58% von den gegenwärtigen Studenten in der Universität hatten eine höhere Bewertung auf einer Narzissmus-Skala als vor 30 Jahren.
Das ist voll. Wir haben auch gelesen, dass 40% 40% glauben, dass sie alle 2 Jahre befördert werden sollten, ohne Berücksichtigung ihrer Leistungen. Das sind einfach eine bestimmte Selbstverständlichkeit. Und schließlich haben wir gesagt, 3-mal mehr Menschen wollen einen besonderen Assistenten, einen berühmten Person werden, als eine schwere Arbeit haben, wo man selber Leistung bringen muss. Das heißt, es ist eine ganz klare Logik hier. Es gibt die Logik der Regeln halten. Die Logik der Regeln halten sagt, ich tue, was ich tun muss. Und es gibt die Logik, die ich tue, was ich tun möchte. Die das basiert sich auf einem viel stärkeren Herzensangelegenheit. Es geht nicht um, was ich machen muss, es geht um, was ich machen möchte. Und das führt, und wir haben erwähnt die Vorteile von diesen engen Beziehungen, die Nähe zwischen Eltern und Kindern, von der Nachlass, die Autorität. Aber das ist die andere Seite, die wir jetzt festlegen. Es schafft einen bestimmten Narzissmus, wo alles, was ich haben möchte, ich will es haben. Und wenn ich bekomme es nicht, dann muss ich mehr schreien. Und irgendwann, ich schreie so viel, dass ich werde es bekommen. Das führt zu nach etwas anderes. Das führt auch zu einer Generation, und Gefühle führt zu einer Generation von Ansprüchen. Wir haben häufig dann, wir stecken für B, auch an anderer Art von Erwartungen und Ansprüchen. Vielleicht musst du einfach weiterlesen, dieses Text. Welche Seite war das? 48. 4b. Für was die Millennium-Generation außer dem Narzissmus noch bekannt ist, sind ihre Ansprüche. Wenn Sie Manager für ein Seminar interessieren möchten, wählen Sie das Thema, wie man mit jungen Angestellten umgeht, welche den CEO persönlich anschreiben und ihn darum bitten, die von langweiligen Projekten zu befreien. Und ein dritter Schritt davon ist, nach den Ansprüchen, die wir haben, wenn alles ist, wie ich fühle, und ich denke, es ist recht, und ich denke, aber recht, kann es dazu führen bei Kindern, dass es führt zu einer bestimmten Unempfindlichkeit gegenüber anderen. Und das kann es weiterbringen, vielleicht in 40. Sie sind so sehr von Ihrer eigenen Großartigkeit überzeugt, dass, wie eine Studie der National Study of Youth and Religion gezeigt hat, 60% aller Millennium-Kinder meinen, in jeder Situation zu wissen, was gerade das Richtige ist. So, lassen Sie zusammenfassen. Die Nachteile, nachdem was wir die Vorteile erlebt haben, für die Ehe, für die enge Nähe, die Nachteile von diesem Narzissmus in Anspruch ist, dass Nummer eins, wir bekommen eine moralische Subjektivität. Ich werde in die Lage sein, fühlen zu können, was richtig ist. Ich weiß, ich fühle so. Warum, wie weißt du das, was du sagst? Ich fühle es. Ich fühle, ich habe recht. Es kann weiterentwickeln zu einer Situation von einem fremden Respekt. Man kann in Anwesenheit von jemandem sein, der kluger und erfahrener ist und trotzdem fühlen, dass man gleichberechtigt ist, einzumischen in dem Gespräch. Oder vielleicht noch mehr, ich kann sogar kluger sein als meinen Vorgesetzten, weil es geht nach meinem Gefühl. Und dazu bringt es einen Einfluss auf die Beziehung zur Religion. Das kann ich Gottes vollkommene Autorität akzeptieren, weil von der nachlassenden Autorität gegenüber anderen und gegenüber Älteren, der nächste Schritt ist eine nachlassende Autorität gegenüber einem höheren Wissen, die einfach nicht mehr akzeptiert werden muss. Das heißt, in der Generation von alles geht nach den Gefühlen, alles muss rationalisiert sein, alles muss erklärt sein und alles muss akzeptiert sein, alles muss mit, ich muss mit als Partner in dieser Entscheidungsprozess sein, kann es passieren, dass es gibt dann andere Regeln. Und wenn wir denken, das ist nicht so schlecht, dann wir können das weiternehmen. Und erstmal nur zu beschreiben, ohne erstmal das zu beurteilen, aber nur zu beschreiben, wenn ich gehe nach meinem Gefühl, dass also dann vielleicht die Gesicht von jemand anders, von die Frau, von jemand anders ist, schöner als das Gesicht von meiner Frau. Es geht weiter und weiter. Oder wer sagt, dass ich kann nicht was anderes machen? Vielleicht, wenn ich einfach ein Jugendlicher hat mir gesagt, jetzt am Sonntag, so was, aber ich nehme ein bisschen Marihuana. Es ist mein Leben
Und ich weiß, was ist richtig für mich. Und ich weiß, wie das zu stoppen. Und wie kann meine Eltern mir deswegen jetzt rausschmeißen von zu Hause, dass ich muss jetzt eine eigene Wohnung nehmen. Das heißt, in dem Moment, was es passiert auf Gefühle, Gefühle sind sehr subjektiv. Und Subjektivität führt die Mensch, dass er verliert die klaren Richtlinien und die klaren Kompass, von was richtig ist, weil was richtig ist, muss nicht mehr entschieden werden durch Regeln, die außerhalb von mir sind, sondern durch was ich fühle. Und tatsächlich, das, wenn man geht viele Schritte zurück, kann kommen, wenn Älteren sind nicht nur Älteren, wenn Älteren haben, verlieren die gesamte Konzept von Autorität überhaupt. So, im Text für die können wir das zusammenfassen. Bitte das zu Ende lesen, dieses Konzept, ja? Sie scheinen eingebildet zu sein. Sie denken, dass sie etwas von Wert anbieten können. Aufgezogen von Kumpels, Eltern, die sich wie ihre Freunde benehmen, hatten sie immer das Sagen. 66% aller Millenniumskinder denken, mein Boss könnte noch viel von mir lernen. 65% denken, ich könnte ältere Kollegen unterrichten, was Technik und Organisation angeht. Das bedeutet nicht, dass sie nicht denken, sie könnten viel von ihrem Boss lernen. Es ist eine Einstellung, als ob das Lernen eine zweispurige Straße ist, unabhängig von der Rangordnung. Ich handle so. Um das alles zusammenzufassen, damit wir weitergehen können, wir können das so zusammenfassen. Die Realität ist, dass das Leben wird nicht sein, wie wir es vorstellen. Dinge werden sein, auch wenn wir denken anders. Es gibt bestimmte Plätze, wo wir nicht parken dürfen. Es gibt bestimmte Zeiten, man muss zum Arbeit kommen. Man kann nicht einfach reinkommen, wenn man möchte. Es gibt bestimmte Regeln, die wir machen müssen. Und wenn wir das nicht in unser DNA eingebaut haben, weil wir hatten von vornherein keine Autorität als Teil unserer Erziehung, kann es dazu führen, zumindest bei unseren Kindern, dass die werden auch weniger Respekt haben für das Grundidee von Autorität. Weil sie verinnerlichen nicht die Verantwortung, die sie haben. Keiner wird eine Verantwortung, wenn ein Baby weckt auf 4 Uhr nachts und muss was bekommen zu essen und sagen, ich will mich nicht, so soll er nicht essen. Keine normalen Menschen wird das nicht sagen, weil er weiß, der trägt die Verantwortung. Aber wenn es gibt keine Autorität oder nicht ausreichenden Art von Autorität, dann in Erziehung, dann kann es dazu führen, dass es wird ein Gefühl, was richtig ist, statt eine Regel, was sagt man, was richtig ist. Und als eine Generation, als eine Gesellschaft heute, wir befinden uns in einer Zeit, wo wir sind in einer Generation von Ich, von alles passiert. Und weil wir machen so viel Sorgen, dass unsere Kinder nicht ausreichend selbst Sicherheit haben und wir machen uns Sorgen auf die Persönlichkeit unserer Kinder, damit sie dann nicht Zweifel haben, sondern glauben sie, sind wir so beschäftigt, unsere Kinder aufzubauen, ich. Und manchmal kommt die Autorität auch weg. Wir wollen als Freund, als Kumpel, als Rationalität und so weiter. Kann passieren auf die andere Seite, dass wir bringen unsere Kinder dazu, dass durch die kleinsten Unbequemlichkeit wird es schon etwas, was die wissen nicht, wie damit umzugehen. So, das sind erstmal die Fakten, wie die Situation ist. Wir wissen, wir haben jetzt festgestellt, dass keine Autorität ist nicht gut. So, welche Autorität ist schlecht? Welche Autorität ist gut? Nicht jede Autorität ist gut, das haben wir am Anfang angelernt heute. Nicht jede Autorität ist schlecht. Welche ist gut und welche ist schlecht? Und wie gehen wir damit um? Und das wollen wir jetzt lernen. So, um zu beginnen von Anfang an, Tor sagt uns, gerade in die Parashiot von heute, dass die Volken gekommen, Moshe ist gekommen, Text 5, bei Yavon Hashem, bei Yisrael, Amet Divrei Hashem, bei Yom Ru, lesen das gerade jetzt, in die Tora, Kol Asher Divrei Hashem, was steht danach? Na'aseh v'nishma. Was heißt es Na'aseh v'nishma? Heißt, wir werden erst tun und dann werden wir fragen, warum. So, was ist tatsächlich der richtige Weg? Heißt das, dass wir sollten unsere Kinder in ein Militärcamp legen? Natürlich nicht. Das ist nicht der Weg von Judentum. So, wir müssen verstehen, was ist gute und was ist nicht gute Autorität. Man erzählt einmal jemanden von dem Finanzamt, ist gekommen zu einem großen
Texas einen großen, jemand, der hat einen großen Bauernhof, um alles zu gucken und zu sehen, was wächst. Sagt er, du kannst überall gehen, aber in die Feld dort darfst du nicht gehen. Sagt er, du weißt, wer ich bin? Nimmt er auch seine, wie heißt es, seine Ausweis. Seine Ausweis, sagt er, guck, ich bin jetzt hier von die Offizier, von der Polizei, ich kann gehen, wo ich will. Okay. Zwei Stunden später guckt er rum und er sagt, ein riesengroßen Ochs rennt mit voller Kraft. Und dieser Polizist rennt weg, so schnell wie er kann. Und er sagt, Hilfe, Hilfe! Rennt der Eigentümer rennt zum Polizist und sagt, zeig ihm den Ausweis, zeig ihm den Ausweis. So, was ist Autorität? So, das ist, was wir tatsächlich jetzt verstehen wollen. So, number one. Lass uns analysieren, was Autorität ist. In meistens für die Generationen Autorität ist schlecht. Immer wenn jemand, eine Person, viel Autorität in seinen Kraft genommen hat, war schlecht. Autorität war etwas, was die Diktatoren, ein Diktator hat immer versucht zu nennen. Immer diejenige, die stärker war, hat versucht. Ein Mann hat manchmal gegen seine, über seine Frau, ein Reicher über die Arme, einen Begabten über die weniger Begabte, die Gebildete über die weniger Gebildete, die fortgeschrittene Europäer damals, die nach Amerika gekommen sind, gegen die einfachen Indianer, die da waren, und. Wir sehen das überall, dass wenn ein Mensch oder eine Gesellschaft viel Autorität sammelt, ist es schlecht. Warum? Weil die Autorität wird in der Regel missbraucht. Missbraucht Autorität. Man dachte, ich bin mehr, ich habe stärkere Kraft, ich habe Autorität und du bist weniger und ich kann meine Autorität gegen dir nutzen. Die Tora lehnt das kategorisch ab. Die Tora sagt folgendes. Text 6a. Die Tora sagt, Chuka achat lachem velager hagar betochachem. Chuka kodom bedoratachem. Kager lifnei Hashem. Tora achat ומשפט אחד יהיה לכם ולגיע אגר איתכם. Ein Gesetz gilt für dir und für den Fremden, der zugekommene, der Gär zwischen euch. Das ist für jetzt und für zukünftige Generationen. Eine Torah und ein Gesetz für alle. Der Ewiggetretene, der Mensch, die so geboren ist, die Neffe von Moshe Rabbeinu ist, die alle haben die gleichen Gesetze. Die Torah legt großes Wert, um zu zeigen, es gibt niemanden, der automatisch auf einen bestimmten Pedestal geboren ist. Wir sind alle die gleichen vor Hashem. Die Torah sagt sogar, dass Yatom va'almana yeoded. Es gibt Hashem shomer et genim. Wir sagen das jeden Tag im Davenin. Hashem gibt extra Empfindlichkeit für Menschen, die noch mehr empfindlich sind. Genim, Witwen, Waisenkinder und so weiter. Um zu zeigen, dass wir alle eins sind. So dieses Idee von Autorität, dass eine steht über die andere, gibt es nicht überhaupt im Judentum. Sogar der König, sagt der Rambam und der Chot Melachim, sogar der König, wenn er missbraucht, seine Autorität darf bestraft werden. Deswegen der König darf auch nicht zu viele Pferde, die ein Zeichen der Macht war, sammeln oder zu viel Geld einfach ablegen, weil das sind Dinge, die bringen Missbrauch. Wenn wir nicht richtig die Autorität verstehen, bringt es Missbrauch. Alle haben die gleiche. Und das ist eine ganz besondere Eigenschaft, die Juden zu die Welt gebracht haben. Sogar in die 18. Jahrhundert, in ein berühmtes Buch, The History of the Jews, war geschrieben, das ist eine von den Besonderheiten, was die Juden zu die Welt gebracht haben. Wie es steht im Text B. Ohne Zweifel wäre die Welt ohne Juden ein vollkommen anderer Ort. Vielleicht wäre die Menschheit schlussendlich überall jüdischen Einsichten gestolpert. Doch wir können nicht davon ausgehen. All die großen konzeptionellen Entdeckungen des menschlichen Intellekts scheinen offensichtlich unausweichlich ab dem Moment, wenn sie gemacht worden sind. Doch es bedarf eines besonderen Genies, diese zum ersten Mal auszuformulieren. Die Juden haben diese Gaben. Ihnen verdanken wir die Idee der Gleichheit vor dem Gesetz, sowohl dem Göttlichen als auch dem Menschlichen. Die Idee des Unantastbarkeit des Menschen und die Würde eines Menschen. Das heißt, wenn die Autorität basiert auf einem Ego, ist es schlecht. Aber
das ist die schlechte Autorität. Jetzt kommt die gute Autorität. Die gute Judentum steht nicht fern von Autorität. Wir haben gerade gesagt, Chuka Achat, eine Autorität. Hier ist, wo Judentum trennt sich von der westlichen Kultur. Und zwar, in der westlichen Kultur, wir lesen über Rechten. In der Grundgesetz lesen wir über Rechten. Die Recht auf Freiheit und die Recht auf Würde und die, der Recht ist unantastbar. Die Tora natürlich hat Rechten. Aber die Tora sagt, vor allem haben wir Pflichten, Verantwortungen, Regeln. Natürlich haben wir Rechten. Die Rechten sind die Ergebnisse von den Pflichten. Wir haben Pflichten. Die Pflichten kommen von Gott. Und wenn wir die Pflichten halten, dann haben wir Rechten. Die Rechten sind die Ergebnisse von den Pflichten. Die Ziel ist nicht ich. Die Ziel ist nicht meine Rechte. Die Ziel ist die Pflichten, die wir haben gegenüber Hashem, gegenüber der Welt, gegenüber anderen, gegenüber unserer Familie. Und aus Ergebnis von den Pflichten kommen die Rechten. In die westlichen Gesellschaften, übrigens nicht nur in die deutschen Grundgesetz, in alle westlichen Gesellschaften, sind erstmal mein Recht. Und hier gibt es sozusagen eine andere Richtung, wie die Tora geht, als die normalen westlichen Welt. Nach dem, was wir alles erlebt haben, in Autorität, in Zeiten, wo Autorität war viel, viel zu stark. Wir haben einfach in der westlichen Gesellschaft zu die andere Extrem gegangen. Und gesagt, nein, es gibt keine Autorität. Es gibt nur, hauptsächlich unsere Kinder, alle eins, wir sind alle miteinander und Kumpel und Freunde und Liebe und Rationalität und. Und das aber ist ein bisschen anders, als was die Tora sagt. Auch die Tora, genauso wie die westlichen Gesellschaft, sagt auch, dass wir haben Rechten. Aber die Frage ist, wo beginnen wir? Was ist die Fundament? Die Tora hat als Grundsatz, die Fundament von Tora ist Kabbalat Ol. Kabbalat Ol ist eine positive Autorität. Eine Verantwortung und ein Bewusstsein. Und das kommt von Kindweis an. Das ist eine der Grundregeln, der Grundideen von der Kunst der Erziehung. Kabbalat Ol. Die Kinder dabei zu bringen, diese Verantwortung zu haben. Wie wir das erreichen, sprechen wir bald, den letzten Teil der Shiur heute. Aber erstmal, wir wollen die Organigramm erstmal legen. Judentum sagt, es ist wichtig, dass ein Kind von kleinweis an weiß, dass er Pflichten hat. Wir stehen von dem Moment, was wir stehen auf von der Früh, bis zum Moment, was wir gehen starten, von Moderni bis zu Schma. Wir wissen, wir haben Pflichten. Und auch wenn wir es nicht verstehen, wir kommen nachher das zu erklären, das sind unsere Pflichten. Weil wir haben eine Pflicht gegenüber Hashem. Jetzt, was bringt mehr zu Narzissmus? Wenn wir auf Rechten die Wert legen oder wenn wir auf Pflichten die Wert legen? Was bringt mehr zu Narzissmus? In Tanja, Perek Mem Alf, Perek 41 in Tanja, gibt es einen unglaublichen schönen Satz. Vehine Hashem Nitzav Olof. Nun steht Hashem über uns. Und erfüllt die ganze Welt mit seiner Anwesenheit. Und mabit Olof. Und starrt auf mir. Starrt sagt man? He's staring at me. Wenn einer starrt auf dir, kann nicht einfach ignorieren. Wenn einer guckt auf dir, okay, macht das eine Sache. Aber wenn einer starrt auf dir, umabit, steht nicht für Reue, steht umabit, es starrt auf dir. Ubeuchen Kleuers, und er guckt, was ist drin. Valev, was ist mein Herz, im Eudekerei, ob ich den mit richtigen Art und Weise. Das heißt, der Alte Rebbe sagt, es ist nicht ausreichend, nur mit Liebe Gott zu dienen. Es wird nicht auf dem Dauer die Mensch geben, den Mut, sich abzulenken von was nicht richtig ist. Weil Liebe ist wunderbar. Aber Liebe basiert auf der Ich. Hat super viele Vorteile, aber es ist nicht ausreichend. Weil um zu lieben, man muss erstmal der Ich haben.
ich liebe. Und ein gesamter Erfolg im Leben zu haben, man muss auch ein bestimmten Maß von Kabbalat Ol haben. Nicht nur von Liebe, sondern auch von Ehrfurcht. Nicht nur zu machen, was wir wollen, weil wir es lieben, auch zu machen, was wir müssen, weil das ist, was Gott gesagt hat. Und dieses Prinzip, wenn wir es schaffen, unsere Kinder zu übermitteln, dann haben wir ein ganz großes Geschenk an unsere Kinder gegeben. Dieses Geschenk ist enorm groß. Lass uns sagen, wie die Zohar sagt uns, diese Grundgesetz, die Grundkonzept von Kabbalat Ol schon ein, als ganz, ganz kleinen Kind im Text Nummer 7, in Tabarak Nechnasse, die Cholik Rota Zohar. Text Nummer 7? Ja, vielleicht auf Deutsch kannst du vielleicht lesen, sonst ist es Aramäisch. Okay. Wir ziehen einem Ochsen ein Loch an, solange er noch jung ist, damit er in der Welt einen Nutzen hat. Wenn jedoch der Ochse das Loch nicht akzeptiert, wird er nicht produktiv sein. So muss auch ein Mensch das Loch von Anfang an akzeptieren und dann kann er so dienen, wie es sich gehört. Wenn er jedoch das Loch nicht von Anfang an akzeptiert, ist er unfähig zu dienen. Das ist die Bedeutung von dem Vers: Diene Gott mit Ehrfurcht. Das heißt, in die Kinder einzuführen, eine bestimmte Verantwortung ist eine der größten Geschenke und Prinzipien. Der Rebbe hat gesagt in einem Sicha in 1988, dass die Grundprinzip von Erziehung ist, die Kinder beizubringen, die Mitzvot zu machen, weil Gott das befohlen hat. Hier ist ein Kernpunkt. Gerade als Kind. Und das ist keine Schlachtenautorität, was wir vorher gesagt haben. Vorher haben wir gesprochen über Autorität, über Macht, über Ego. Tu es, was ich gesagt habe. Das ist keine gute Autorität. Wenn der Moment war, tu es, was ich gesagt habe, dann geht es um ich. Das ist keine gute Botschaft an die Kinder. Wir werden später in ein paar Minuten lernen, wie wir trennen. Dass die Kinder muss wissen, nicht tu, was ich gesagt habe. Und weißt du, was du hast gemacht gegen mir? Und weißt du, dass ich war jetzt im Gespräch? Das ist natürlich Schlachtautorität. Weil dann geht es um die Ich. Dann was lernt die Kinder aus? Dass er muss auch ein großes Ich haben. Und dann kann auch er machen, was er möchte. Das ist keine gute Autorität. Aber wenn wir bekommen die Kinder als Kind an. Und jetzt, wir machen ein Bracha. Und jetzt, wir sagen Moderni, und die Kind bekommt es in sein DNA rein. Dieses Verantwortung. Das ist was ganz anderes. Und ein Kind, dieses Verantwortung und Pflichtgefühl, es geht nicht um ich. Es geht nicht um mein Kind, es geht nicht, was ich gesagt habe. Es geht um die Sache, das ist einfach nur eine der Premierzahlen erzählen. Ich möchte mit euch erlauben, das erzählen, was hat passiert 1980. Ich war damals 8 Jahre alt, bei einem Sukkot war es, und der Rebbe hat gesprochen zu den Kindern. Der Rebbe hat eine neue Idee erzählt, dass er gründet jetzt die Weltjüdischen Kinderclub. Aber der Rebbe hat das nicht genannt, der Kinderclub. Der Rebbe hat das schon anders genannt. Der Rebbe hat das genannt Sivot Hashem. The Army of Hashem. Und als Kind waren sehr froh, nur ein Nummer. Aber kurz danach hat der Rebbe bekommen einen Brief von einem großen Bildungsexperte. Die sagte, er finde es sehr gut, er fand es sehr gut, dass der Rebbe hat eine Organisation für Kinder gegründet, was innerhalb von 2 Jahren hatte schon über 300.000 Kinder weltweit und bis heute, ich glaube, es sind mehrere hunderttausende Kinder, aber hat ein großes Problem. Warum hat der Rebbe einen Rahmen von einer Armee genommen? Das ist doch negativ. Das ist doch keine positive Sache. Was sollen wir Kinder beibringen? Und der Rebbe hat geantwortet, diesen Bildungsexperte, einen sehr interessanten Brief. Der Rebbe hat sogar gesagt, in dieser Armee gibt's Aufgaben. Mission. Die Aufgabe 1 ist, muss gewinnen, die Hezara, muss Liebe den Nächsten, respektieren den Älteren. Und das ist eine Mission. Und dann haben wir Erfolg gehabt. Und man macht vielen guten Taten, wenn viele Menschen geholfen hat, dann kriegt man einen Punkt, und dann wird man ein Sergeant, und dann wird man General. Und wer ist der Gegner? Der Gegner ist die bösen Trieb, die versucht uns. Und als Kind ist der Rebbe gesagt, sogar in Jiddisch, und man muss machen einen Knockout. Und der hat gesagt, Commander in Chief ist der liebe Gott. Und er ist, und der Rebbe hat versucht, diese Frage zu beantworten. Und er hat einen sehr interessanten Brief dazu geschrieben, in Text 8.
Herr, bitte lesen. Als Erzieher wissen Sie, dass Kinder Motivation brauchen. Aber das ist nur ein Teil des Problems. Der wichtige Teil, meiner Meinung nach, in dieser Zeit und diesem Alter ist der Mangel an Kabbalos Ohr, Akzeptanz des Jobs, nicht nur von dem Ohr Malchus, Shomai, das Job von dem himmlischen Herrscher, sondern auch in allgemeiner Unterordnung einer Autorität gegenüber, einschließlich der Autorität der Eltern zu Hause und der Lehrer in der Schule und der Autorität vom Recht und Gesetz auf der Straße. Es bleibt nur die Angst von der Strafe als Abschreckung, doch diese Angst ist auf ein Minimum reduziert worden, weil in den letzten Jahren etwas stattgefunden hat, was zu einem Zusammenbruch der Vollstreckungsgewalt beigetragen hat, aus Gründen, welche hier nicht diskutiert werden müssen. Auf der anderen Seite sind amerikanische Kinder im Geiste von Unabhängigkeit und Freiheit aufgezogen worden und mit einer Verherrlichung der eigenen Fähigkeiten und der eigenen Cleverness. Das hat ein Gefühl von Arroganz und Selbstsicherheit kultiviert in einem solchen Ausmaß, dass jemand, der Unfug oder aus sozialen Aktivitäten gegen zugewandt ist, denken kann, dass man einen Polizisten überlisten kann und sogar einen Richter auf der Bank. Und in jedem Fall gibt es hinsichtlich einer Strafe wenig zu befürchten. Genauso wie bei jedem Problem mit der Gesundheit, physisch, mental oder spirituell, liegt die Heilung nicht in der Behandlung der Symptome, sondern darin, dass man die Ursache der Krankheit angeht, obwohl ersteres manchmal notwendig sein mag, um Erleichterung zu akuten Fehlern zu verschaffen. Da die Wurzel des Problems, wie gesagt, der Mangel an Kabbalos Ohr ist, dachte ich lange über einen Weg nach, wie man amerikanischen Kindern die Vorstellung vermitteln kann, sich einer Autorität unterzuordnen und das trotz der gegenteiligen Einflusses in der Schule, auf der Straße und selbst zu Hause, wo Eltern, die nicht von ihren Kindern gestört werden wollen, allzu oft ihre Autorität abgegeben haben und es anderen überlassen, sich um das Schule-Schwänzen oder Jugendkriminalität und so weiter zu kümmern. Ich kam zu dem Schluss, dass es keinen anderen Weg gibt, als den Versuch, eine grundlegende Wesensänderung zu erwirken, durch ein System aus Disziplin und Gehorsam, den Regeln gegenüber und die er, sie, sich gewöhnen können. Mehr noch, damit diese Methode effektiv sein kann, ist es notwendig, dass sie frei und offen akzeptiert werden kann, ohne Widerstand. Also ist das Pilotprojekt Swosset-Shane eingeführt worden. Es hat sich unverzüglich als wirksam erwiesen darin, die Kinder dazu zu bringen, die gute Taten zu tun, nach dem Motto Ohafto Eliyahu Kamucho, du sollst deinen Nächsten lieben und dich selbst, wie dich selbst, gepaart mit Liebe und Gehorsam dem Heerführer von Swosset-Shane gegenüber, namentlich Hashem Elokai Swos, dem Gott der Herrschaft. Vielen Dank. Die Wurzel des Problems ist der Film von Kabbalat O. Es gibt keinen anderen Weg, als zu versuchen, eine grundlegende Veränderung im Wesen herbeizuführen, durch ein System der Disziplin und Befolgung von Regeln. Lass uns zusammenfassen, was wir jetzt gesagt haben, damit wir nicht durcheinander kommen.
Zwei Dinge. Es gibt die Schlachtenautorität, die nicht legitim ist, ausgeübte Autorität durch eine Macht, über welche sie oder er die Macht hat. Und dann, im Gegensatz dazu, es gibt die Autoritätsvorteile, sich einer Autorität zu unterwerfen, die legitim und gesund ist. Gottes Autorität und die Führung und Verantwortung des Glaubens akzeptieren. Genauso deine Familie. Wir haben vorher gesagt, was sind die Vorteile von des Nachlassen der Autorität? Und einige haben geantwortet, die Nähe, die Vertrauen und so weiter. Das stimmt. Bei schlechten Autorität, bei nicht legitimer Autorität, ist ein Vorteil, wenn man die nicht hat, es bringt ein Nahen und ein Vertrauen. Aber eine positive Autorität steht nicht im Widerspruch zu einem Nahen und einem Vertrauen. In Familien gibt es genauso. Es gibt manche Eltern zu Hause, fehlen eine nicht legitime Autorität. Man will Ruhe von den Kindern haben, man schreit auf die Kinder. Man schimpft. Man lässt die Kinder alleine, weil man beschäftigt ist. Und die Kinder dann irgendwann beginnen, Trouble zu machen. Und bis wir flippen aus, weil es zu weit gegangen ist, oder weil eine Vase kaputt gegangen ist, oder weil man hat gerade aufgeräumt das Zuhause und jetzt alles wieder durcheinander ist, und beginnt auf die Kinder diesen nicht legitimen Autorität zu haben. Und es ist nicht gut für das Kind, es schafft eine Entfernung, es macht eine Distanz und dann fühlt man schlecht, das ist ein Zyklus, dann gibt man noch mehr Nachlass, gibt man ein bisschen Süßigkeiten oder was auch immer und dann fühlt man dadurch bedeckt es mit Liebe, es macht es noch mehr, denn die Kinder können sehen, jedes Mal, das kommt, das heißt nachher, was anders kommen wird, jetzt kann ich das ausnutzen und das ist ein Zyklus, der geht von einem zum nächsten. Das ist bei Kindern. Bei Jugendlichen, es wird genauso, es wird auch ausgenutzt. Es wird ausgenutzt dadurch, dass er zieht sich zurück und er macht Dinge, die er weiß, die Eltern werden ein bisschen unglücklich machen. Und dann irgendwann kommt wieder dieser Zyklus, dieses großen Ausschrei und dann wieder, und das ist kein positiver Zyklus und keine positive Zyklus. Ganz anders sieht es aus bei einer positiven Autorität. Natürlich gibt es die Nähe, es gibt die Vertrauen, es gibt die Liebe, aber gleichzeitig gibt es immer im Raum eine klare Erwartung, die Verantwortungen, die wir haben, die Pflichten, die wir haben, nachzugehen. Das kommt, wie kommen wir gleich dazu. Aber erstmal lass uns klar sagen, es ist nicht wie, einer hat mir gesagt, das heißt, man muss einen Zwischenweg geben. Nicht zu viel, nicht zu weinen. Nein, das ist falsch. Es gibt nicht ein bisschen Schwanger. Es gibt nicht ein bisschen Autorität. Man muss haben null von dieser nicht guten Autorität, die auf Macht basiert ist, und 100 von einer legitimen Autorität, Verantwortungsbewusstsein und Pflichten zu mahnen. Die gehen absolut zusammen. Null von einem, null von dem Negativen, was wir manchmal tun, was leichter für uns ist, 100% von diesem Bewusstsein. Und das ist erstmal der richtige Weg von Kabbalah. Das bringt uns zu dem letzten Teil von heute. Okay, wir wissen jetzt, was wir machen müssen. Aber wie können wir das anwenden? Das ist, was wir machen müssen. Kabbalat all ja, Macht Autorität nicht. Wir sind in Generation Y, wie man sagt, ja. Früher war Generation X, jetzt ist Generation Y, Y, aber auch Y, warum? Generation warum? Und wie können wir das wirklich anwenden? So, lass uns bitte kommen zu die Übung Nummer 3, wo wir jetzt sind, nach dem Test 8, ja? Und lass uns die folgende Frage stellen. Was sind die praktischen Do's und Don'ts? Das Verantwortung, das Pflichtgefühl und der Gefühl von Autorität, sowie dessen Wertschätzung bei meinem Kind zu verstärken. Die erste Frage ist, wie kann, um das zu machen, um die Verantwortung und Pflichtgefühl von meinem Kind zu stärken, wie kann ich das machen? Was soll ich tun und was soll ich nicht tun? Bitte. Was ist eure Vorstellung? Was soll ich tun, um die Verantwortung und die Pflichtgefühl und das Gefühl für Autorität und Wertschätzung, um meine Kinder zu stärken, anhand von was gelernt haben. Und wenn du sagst, was soll ich nicht tun?
Was soll ich jetzt tun erstmal? Erstmal Beispiel geben. Beispiel geben? Okay, danke. Und was soll ich nicht tun? Macht ausüben. Macht ausüben. Okay. Danke. Danke. Zweitens. Wenn ich ungesunde Autoritäten mit dem Mehl mische, wie du sagst, die ich auf mein Kind ausübe, dann soll ich. Ich finde, wenn jemand Wasser predigt, darf nicht selber Wein trinken. Wenn ein Vater ein Vorbild sein möchte, muss er nicht nur in Worten, sondern auch in Taten. Auch in Taten. Auch mit seiner Frau, mit der Mutter. Das okay, auch, ja. Man sagt, die besten Geschenke, dass ein Vater sein Kind gibt, kann sie respektieren seine Frau. Ja, ja, aber die Kinder suchen immer das schwächere Glied immer in der Familie. Der Vater ist streng, Mutter ist lieb. Kind rennt immer zur Mutter. Okay, aber wie hätten Sie diese Frage geantwortet? Wenn man die ungesunde Tochter mit den Müll mischt, was soll man machen? Was soll man mit mir? Ja, der Macht. Rav Shimshon Raphael Hirsch, Rav Shimshon Raphael Hirsch, einer der wichtigsten Rabbanim in Deutschland, einer, die in Hamburg geboren ist, und er hat gegründet die Bewegung von Torah und Derech Eretz, und er ist begraben in Frankfurt, und er war einer der großen Giganten, die gerettet hat jüdische Leben in Deutschland, in Hinsicht auf der ganzen Entwicklung der Liberalisierung von Judentum, der in großen Gefahr gestellt hat für Judentum. Er hat genau diese Frage gestellt, nach dem, was er erklärt hat in seinem Sefer, hat verschiedene Bücher geschrieben, eine 19 Fragen, sehr, sehr interessante Bücher, genau diese Frage gestellt, wie stärkt man die Kabbalat Ol und die Macht, die ungesunden Autorität vermindert. Und er hat gesagt, sehr, sehr interessant, warum ist es so schwer für Eltern, die Kinder richtig zu erziehen? Text Nummer 9. Wer könnte bitte lesen? In sein Sefer Yesodot HaChinuch. Ja, wer möchte lesen? Warum ist es so schwer für Eltern, ihren Kindern die grundlegende Eigenschaft beizubringen, die Autorität ihres eigenen Willens zu akzeptieren? Vielleicht liegt der wahre Grund darin, dass die Autoritätshörigkeit wohl der einzige Wert ist, den die Kinder nicht in ihren Eltern verkörpert sehen. Denn wir neigen dazu, vor unseren Kindern als Kommandeure und Dozenten aufzutreten. Woher sollen sie denn sonst lernen, wie wichtig es ist, sich unterzuordnen? Jüdische Eltern haben jedoch den Vorteil, dass sie ihr Leben auf die jüdische Art führen, welches mit Unterordnung erfüllt und angefüllt ist. Wir nehmen es freiwillig an, uns Gottes Geboten zu unterwerfen und akzeptieren sie als das Fundament unseres Wertesystems. Dies zu tun, bringt uns große Freude. In den Augen des Kindes stellt die Tora die Eltern von seinen Eltern dar. Die Freude, welche die Eltern daran haben, sich selbst der Tora und dessen Anweisung unterzuordnen, ist ein wunderbares Modell, welches ein Kind nachahmen kann. So, wenn das war schon die 19. Jahrhundert, das ist so schwer für die Kinder beizubringen. Auf Schimpfschrift von Herrn erzählt, um zusammenzufassen, zwei Punkte. Nummer eins, die Älteren, das war jetzt schon erwähnt mehrere Mal, die Freude der Älteren, sich die Tora unterzuordnen, ist ein wunderbares Vorbild, das das Kind nachfragen kann. Was heißt das? Also zum Beispiel folgendes. Die Kinder sehen immer, wir erzählen die Kinder, was zu machen. Wir erzählen, wir sagen, tu das und tu das nicht. So die Kinder wollen auch einmal in diesen Machtpositionen sein. Wir wollen auch erzählen, wir wollen auch sagen. Und wir sehen manchmal die großen Geschwister wieder gehen und mit den kleinen Geschwister. Und dann sehen wir, wie wir die Kinder was sagen. Erst dann beginnen wir zu verstehen, was wir unseren Kindern sagen. Sagt er, wenn die sehen, dass wir auch untergeordnet sind. Wenn die sehen, dass wir tun auch, was wir tun müssen, obwohl wir was nicht tun wollen. Aber wir machen das mit Freude. Zum Beispiel, deine Tochter sagt, ich will nicht in die Synagoge gehen, Schabbat, es ist so kalt jetzt, es ist so kalt. Sagst du, weißt du was, ich verstehe dir, dass es so kalt ist.
Und das ist mir wirklich, es ist wirklich kalt. Und ich kann auch verstehen, dass ihr vielleicht auch vielleicht hätte hier in diesem warmen Zuhause nicht in die Schnee rausgehen wollen. Aber wir sind Juden. Und wir gehen in die Synagoge. Oder nach dem Abendessen. Wenn alle stehen auf. Wenn eine hilft, beginnt zu helfen, den Tisch aufzuräumen. Ich verstehe, ich will auch jetzt einfach gehen, den Tisch aufzulassen. Aber wir tun, was wir tun müssen. Aber wir erlauben nicht den Kindern, das nicht zu machen. Wir zeigen den Kindern, dass wir auch tun, was wir tun müssen, was wir tun sollen und nicht, was wir tun wollen. Und die Kinder bekommen das. Wenn wir zeigen den Kindern, es ist schon okay, auch wenn es gut für den Kindern ist. Aber wenn wir auswählen, was wir wollen, sind die Kinder sind nur die Seite von wir tun, was wir wollen. Okay, du willst eine gute Sache. Aber er will nicht eine gute Sache. Es geht nicht nur um was, es geht um wie. Nicht, dass die Kinder sagen, du willst das und das machen. Ich will das und das anders. Aber wenn die Kinder sagen, wir machen nicht nur, was wir wollen, wir machen auch, was wir sollen. Er bekommt mit. Diese sollen, nicht nur wollen. Müssen, nicht nur wollen. Dein Kind bekommt das dann mit. Und die zweite Punkt, das ich schon gesagt habe, kommen wir jetzt dazu, ist, dass wir nicht immer die Kinder alles erklären müssen. Wir müssen nicht immer Rationalität unseren Kindern geben. Manchmal können unsere Kinder sagen, tu das einfach so. Wie die Geschichte ganz am Anfang mit Moderni. Tu das einfach so. Weißt du, du kannst die Kinder erklären, du sollst verstehen, aber nicht jetzt. Du kannst am nächsten Tag sehen, weißt du, gestern, ich habe dir gesagt, du musst sagen, Moderni, du sagst so. Weißt du, was ich gestern gesagt habe, du musst machen ein Bracha? Weißt du, die Grundversion so. Aber nicht jetzt. Weil in dem Moment, die Kind muss sich gewöhnen, die Sache zu machen, wann es richtig ist. Man muss nicht immer einfach alles erklären. Man muss nicht immer einfach die Kinder mutigen, dass in jedem Moment, der kann, also ich, Kinder, ich wollte nur fragen, warum, was habe ich so schlecht gemacht? Ich wollte nur sagen, warum? Was ist so schlecht? Das ist nicht schlecht. Er hat gedacht. Aber nicht jetzt. Jetzt einfach machen es. Morgen sage ich dir. Aber das musst du auch jetzt den Kindern sagen. Jetzt kann ich sagen, tu das so. Was hat der Rebbe schon gesagt? Er hat reingerufen. Wir haben ganz am Anfang gesagt, er hat gesagt, warum sagen wir modern? Ich wusste nicht wissen, warum. Er fühlt gerade, hat nicht die Rechte wissen, warum? Natürlich hat er die Rechte. Aber nicht jetzt. Jetzt, du musst wissen, dass du sagst modern nicht so, weil das die richtige Sache ist. Punkt. Morgen erklärt er die Grund. Aber das jetzt nicht die, ich mach das nicht jetzt, weil morgen du mir die Grund erklärst. Und das ist auch ein Grund für unsere Erziehung. So, erstmal, wenn ein Kind sieht, dass der Vater kommt nach Hause und nimmt eine halbe Stunde und er lernt, oder? Das ist gut. Ein Papa sitzt und er lernt. Tate gibt sich ab. Die Kind sagt, die Mutter sitzt und lernt. Die Mutter nimmt einen Chumash. Die macht, sagt die Elim. Oder sie hat auch eine Unterordnung. Es geht nicht, manchmal, wir machen viele gute Dinge, aber wir machen das nur, weil wir wollen. Und die Kinder wollen andere Dinge. So, wir können nicht unsere Kinder blamieren, dass sie wollen andere Dinge. Die sagen, du machst, was du willst. Ich mach, was ich will. Du willst, was gut ist. Das ist auch nicht gut. Die Kinder müssen sehen, auch, dass wir machen auch Dinge, weil die richtig sind und nicht unbedingt nur, weil wir wollen. Und dann, wenn die Kinder auch die Dinge machen, was richtig sind, auch nicht nur, weil die wollen. Und das ist, was tatsächlich auf dem Schöner von euch ist. So, lass uns jetzt zurückgehen, zu wo wir angefangen haben. Wenn deine Tochter sagt dir, was war die Frage zum Anfang? Sie hat eine große Matheprüfung. Und sie kann jetzt aber schummeln, da musst du nicht so lange üben. Du sagst, deine Tochter, tu es nicht, weil? Einige haben gesagt, weil es ist nicht gut, es ist nicht richtig und man wird das und du wirst nicht genießen, das und deine. Das ist aber nicht die richtige Antwort. In dem Moment, was wir Rationalität geben, die Tochter wird sagen, aber in diesem Fall ist das gut, doch. Mama versteht nicht dieses Mal. Aber in diese, die richtige Antwort jetzt wissen wir. In diesem Moment, wir brauchen nicht mehr weil. Weil das nicht richtig ist. Nicht rationalisieren. In einer anderen Zeit, von deinem Auswahl, wenn es richtige Zeit ist, dann kannst du erklären, aber die Grund von der Tat soll nicht sein die Rationalität. Das ist der Punkt. Und das ist, was wirklich die Tora sagt uns. Ein fundamentaler Punkt in Tora ist, dass unsere Kinder wissen, dass manche Dinge sind einfach richtig zu tun. Es ist richtig so zu tun.
Nicht weil. It's the right thing to do. Nicht weil. Wir manche Dinge wir machen, weil die Tora gesagt hat. Das heißt nicht, dass wir nicht erklären, dass wir uns nicht die Kinder als Robots oder als Zombies haben. Natürlich sollen wir unsere Kinder erklären. Wir haben gesagt, na, sir, wir. Natürlich ist das nicht mal wichtig. Nur Naaseh wird verursachen, dass die Kinder werden irgendwann das Gesamte abwerfen und wegschmeißen. Natürlich ist das nicht mal wichtig. Es ist super wichtig. Super, super wichtig. Aber nicht als Basis für die Naaseh. Nicht als Grundlage für die Tat. Die Tat ist die Tat. Die Nishma muss sein sehr wichtig. Man muss die Kinder klären. Es ist sehr wichtig, gute, tiefe Diskussionen mit den Kindern zu haben. Und natürlich, es kommt auch auf die Eltern. Je älter die Kind wird, desto weniger von die Naase und mehr von die Nishma. Man kann es umgehen mit den 8-Jährigen und mit den 16-Jährigen die gleiche. Natürlich. Je mehr die Kind wächst, desto mehr weg von Naase und mehr auf die Nishma. Aber wir können nicht mehr die Kinder führen mit Naase. Wir können nicht mehr, es muss mehr Nishma. Aber im Allgemeinen, die Reihenfolge ist Naase. Und Naase, Tat ist Tat. Nishma ist wichtig. Aber nicht als sozusagen als Auflage sofort, als Bedingung für die Naase. Und hier liegt ein sehr wichtiger Punkt in Tatsache in der Sinn. So Nishma ist auch eine Krone. Steht, wenn wir nach Bergsen gekommen sind, hat Hashem gebunden von zwei Kronen. Eine von Naase, eine von Nishma. Die Mensch, die macht nur Naase, ist auch nicht richtig. Es muss sein, man muss verstehen, man muss forschen, weil dann hat man eine Verbindung, dann hat man eine Freude, dann hat man einen intellektuellen Vernunft in der Sache. Aber die Nishma ist nach die Nase. Die Nishma ist, das kommt als zweiten Schritt. So wenn wir wollen, dass, so wie, und das kommt jetzt zu diesem Punkt, wenn wir wollen, dass also wirken auf die Kinder, wir müssen unser Ego von der ganzen Sache ausnehmen. Wenn die Kind fehlt, dass wir warten, dass er das machen, weil ich will, dann die Kind bekommt nicht die Botschaft. Unser Ego muss raus, wenn die Sache geht. Und es geht nicht, dass ich habe das gesagt. Und das sagt der Schimpfscher von Hirsch. Es geht nicht, dass ich habe das gesagt. Weil in dem Moment, was ist der Ich, verliert die Kind die Idee von Kabbalat all und es kommt auf die Idee von Macht. Dann haben wir nichts verdient. Auch wenn wir das Richtige sagen, aber wenn wir die falsche Weg sagen, wenn wir sagen dem Kind, tu so, tu so, haben wir verloren jetzt. Aber wir sagen es calm und easy. Und es ist ganz wichtig, wie wir das sagen. Es ist sehr wichtig, auch die Werte, die wir nutzen, und auch die Ton, die wir sagen, und auch die Geschwindigkeit, die wir sagen. Wenn wir sagen, mach dein Bett, was du genau. Das ist dein Macht. Das ist nicht kaputt auf. Wenn du sagst, mach dein Bett, vor allem bist du jetzt in die Schule, hast du sie, wer du es machen, so muss ich es machen. Ist anders. Mach dein Bett, sonst gehst du in die Schule! Man hat gar nicht gehört, was du hast gesagt. Er hat nicht gehört, nur gehört, was du hast geschrieben. Kein Wort verstanden. Das ist das Schimpfchen von. Das ist ein bisschen Schimpfchen von, ich das weiter sage. Ich soll das doch noch im Text Nummer 10. Weiter. Können wir bitte lesen. Nicht alle gleichzeitig. Aber. Die Anweisung, welche wir unseren Kindern geben, sollte nicht das Produkt einer Laune sein, sondern klar verständlich unserem eigenen Gefühl für Verantwortung und dem richtigen Verständnis von richtig und falsch entstanden. Wenn wir mit Bedacht damit umgehen, wie wir einem Kind etwas erlauben und verbieten, und wenn wir es sichtbar genießen, wenn wir dem Kind frei Hand lassen zu handeln, wie er oder sie möchte, wenn es angebracht ist, zeigen wir, dass das, was wir erlauben und verbieten, nicht das Produkt unserer momentanen Laune ist oder von dem Wunsch kommt, das Kind zu kontrollieren und auch nicht unsere Sturheit entstammt. Viel eher sieht das Kind, dass unsere Anweisung das Resultat einer sorgfältigen und objektiven Überlegung und Abschätzung ist. Es ist sehr wichtig, deswegen, dass wenn wir unser Kind disziplinieren wollen, wir müssen zwei Dinge machen. Zwei Dinge sind absolut sehr wichtig. Der eine ist,
wir müssen konsequent sein. Und das zweite ist, wir müssen das mit Respekt machen. Wenn wir unser Kind anschreien, werden wir ihn nicht disziplinieren. Wenn wir Limits setzen, wir müssen sehr klare, definierte Limits setzen. Wir können nicht sagen, unser Kind, du hast noch ein paar Minuten auf dem Computer zusammen. Was heißt ein paar Minuten? 2, 3, 16, 22. Was heißt ein paar? Wir müssen sehr klar formulieren. Und wir müssen auch durchgehend sein. Wenn unsere Kinder sagen, wir sagen so, und dann sagen wir, okay, weißt du was? Okay, jetzt, nach ein paar Minuten, okay. Die Kinder sagen, dass wir nicht durchgehend sind. Es ist nicht effektiv. Wir müssen klare Limits setzen und definieren. Wir müssen klaren Konsequenzen, nicht schlechten Konsequenzen, ob man einfach Konsequenz, wenn es nicht gehalten ist und du sagst, jetzt kriegst du nicht dein Handy für einen Tag, jetzt geht nicht der Computer für zwei Tage, was auch immer. Nicht sehr große Dinge setzen, die wir nicht halten können. Aber wenn wir etwas sagen, wir halten es nicht, da haben wir schon letzte Woche gelernt, was passiert. Kleine, aber konsequenten Durchgehen. Und wir müssen unbedingt mit Respekt unsere Kinder behandeln. Weil das ist ganz wichtig. Dann bekommt er die Inhalte der Botschaft. Man kann ihm sagen, wenn mein Kind sagt, weißt du was, ich hätte jetzt gewünscht, du wärst nicht mein Vater. Dann sagen, ich verstehe dein Gefühl, dass du das gewünscht hast. Du hast ihn jetzt erstmal bestätigt, dass du verstehst ihn. Und du hast die Gefühl. Ich kann das verstehen. Das ist nicht dein richtiges Gefühl. Jetzt wirst du machen so und so. Wenn man redet mit dem Kind mit Respekt, im Moment, wo er Disrespekt hat, zeigt man dem Kind, wie umzugehen in eine Phase von Schwierigkeit. Wenn man redet mit Disrespekt, gleich wie das Kind geredet hat, dann zeigt man dem Kind, dass er recht hat, dass er so geschrien hat. Warum soll er nicht schreien lassen? Wenn man redet mit Respekt, die Ton, die Geschwindigkeit, die Wortauswahl, das ist alles, was auf schlimmsten Fall hier bedeutet, wenn er sagt, die Kinder bekommen die Botschaft, es geht um die Sache, es geht nicht um mir. Wenn es geht um mir, dann ist das erste Macht, die schlechte Macht. Wenn es geht um die Sache, das ist dann die gute Macht. So, es stimmt, wenn wir sagen, dem Kind, tu es, was ich gesagt habe, dass es nicht richtig ist. Weil wenn ich zum Vordergrund komme, dann die Kind wird auch nie selbst bilden. Aber die Tora sagt in Wirklichkeit, dass wir müssen versuchen, die Sache in Vordergrund zu bringen. Lass uns von dem ersten Schiur von vor zwei Wochen ein kleines Beispiel nehmen. Wir haben gelernt damals, du kommst rein zu Hause, lässt dein Kind sitzen in deinem Stuhl. Das ist nicht richtig, das zu lassen, haben wir schon gelernt. Du kannst sagen, hey, was machst du in meinem Stuhl? Weißt du, darfst du nicht in meinem Stuhl sitzen? Sag, mein Stuhl, steh bitte sofort auf. Mach den Platz frei. Das ist dann die Schlachtenautorität, der Ich. Du kannst sagen, das ist die Stuhl von deinem Vater. Und die Tora sagt, man darf nicht da sitzen. Bitte steh auf jetzt. Das ist was ganz anderes. Das ist die Kabbalah. So, unser Kinds größten Geschenk, die er bekommen kann, wenn er wirklich diese Kabbalah bekommt. Und das ist jetzt die Antwort, zu wir ganz am Anfang heute angefangen haben, was der Philippe gesagt hat, warum sein Vater nicht erklären wollte, in dem Moment, warum wir Mutter Ani dann so sagen. So, der schriftliche Vorherrscher endet und sagt uns, dass das, was wir erlauben, oder verbieten, ist kein Produkt unserer Laune. Er sollte vielmehr von unserer sorgfältigen Abwägung und Überlegung herrühren. Und deswegen, wenn du eine Maßnahme anwenden musst, soll es nie sein von Emotionen. Erstmal beruhigen und dann kommen die Maßnahmen. Manchmal muss die Maßnahme. Es ist auch nicht gut zu verzichten. Aber es soll nicht sein basierend auf die Emotionen. Und schließlich sagt er, du musst das nicht thematisieren. Nicht sie sind das Thema. Sondern, dass es die angemessene Verhalten ist für dein Kind. So lass uns, damit beenden wir heute, was ist Autorität nach dem Weg von der Tora. Was wir heute gelernt haben, ist, dass die Schwachen der Autorität in modernen Zeiten bringt Vorteile, Nähe, Horst, Empfindlichkeit und so weiter, aber auch Nachteile, es erhöht narzisstische Neigungen. Es gibt zwei Arten von Autorität, positive und negative, und beide
schwinden. Eltern müssen die negative Autorität ganz aus ihrem Arsenal vertreiben, wenn die positive Autorität beibehalten und stärken. Wir haben auch gelernt, dass unrechtmäßige Autorität ist die Macht, die ausgeübt wird zum Wohl der stärkeren Partei. Die Tora weiß, dass wir niemals diese natürliche Autorität ausnutzen sollen und diejenigen zu unterdrücken, die so wenig gemacht haben. Und ein Gesetz gleichzeitig. Die Aufgaben und Pflichten, welche wir gegenüber Gott und die Gesellschaft haben, sind ein legitimes Machtgefüge in unserem Leben. Das Judentum setzt einen großen Schwerpunkt auf die Bedeutung dieses Macht und macht unsere Aufgaben zum Mittelpunkt unserer Leben, unsere Pflichten und Aufgaben. Für die Kinder ist es wichtig, von klein auf zu lernen, diese positive Art und Weise zu respektieren. Es ist nicht zu spät, wenn die Kinder schon groß sind, und eine Einstellung zu haben, welche die Verantwortung in erster Stelle setzt. Wir fordern das Gefühl für die Wertschätzung von Verantwortung und Autorität durch ein eigenes Beispiel und dadurch, dass wir die Gründe für Regeln nicht immer erklären und stattdessen Gewicht darauf legen, dass wir die Regeln einfach deswegen befolgen, aber wir müssen uns schlüssel für minimierenden Einfluss der negativen Autorität auf unsere Kinder, indem wir unsere Egos aus dem Spiel nehmen und keine großen Sachen aus uns, aus unserer Autorität machen. Und damit beenden wir heute, wenn die wollen, sie können versuchen zu Hause auf einen Weg Autorität beweisen zu reagieren, dann fragen sie selbst, ob es tatsächlich langfristig erhoffen ist.